Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über den Jammer bei der F16. Ja, passend zu dem letzten Tutorial zu den Harms möchte ich euch heute den Jammer vorstellen. Simpel gesagt ist das ein Störsender, mit dem ihr verhindern könnt, dass ihr von einem Radar aufgeschaltet werdet. Das heißt zum Beispiel, eine SAM will euch angreifen und sobald ihr versucht euch zu locken, wird eben dieser Störsender aktiv und bricht den Lock und die SAM kann euch nicht weiter angreifen. Genauso ist es halt möglich, mit dem Störsender dann ein kontinuierliches Signal auszustrahlen, wo es da zum Beispiel schwierig wird, dass euch ein anderes Flugzeug zum Beispiel nicht mehr richtig erfassen kann, weil das andere Flugzeug dann die Distanz von dem Flugzeug zu euch nicht mehr kennen kann. Das sieht zwar an der Stelle ist etwas, aber kann euch nicht aufschalten. So, was muss ich jetzt machen, um den Jammer zu verwenden? Wir müssen erstmal einen eigenen Pod mitnehmen. Die F-16 hat so keinen eigenen Jammer an Bord, sondern der wird eigentlich hier immer in der Mitte der F-16, also an der Station 5, unten dran gehangen. Das ist eben dieses längliche Instrument, was ihr sehen könnt, zwischen dem Target-Pod, ja genau in der Mitte hier. Wir haben zwei Jammer-Pods zur Auswahl, ein ICM Normal und ein ICM Long. Hier in DCS unterscheiden die sich jetzt gerade nicht, die haben beide die gleiche Funktion. Der einzige Unterschied ist außer dem 3D-Modell, dass die ICM Long halt länger ist, dass die ICM Long auch schwerer ist. So, und dann muss ich sagen, wenn die eh beide die gleiche Funktion haben, dann könnt ihr auch ganz normal den normalen ICM-Pod nehmen in der Mitte. Das hat dann eben keinen Vorteil, den längeren mitzunehmen. Es gibt es natürlich zwei Arten, den Jammer zu betreiben, wie ich gerade schon erwähnt habe. Also wir haben ja den Modus, wo wir den immer anhaben und den Modus, wo der nur angeschaltet wird, wenn uns versucht, was zu locken. Jetzt fragt ihr euch, warum haben wir den Jammer nicht immer an? Das ist, weil er dann natürlich aktiv ausstrahlt und wir natürlich dann auch so gefunden werden können. Das ist, als wenn wir jetzt in der Dunkelheit uns befinden und wir dann jetzt wollen, dass wir nicht gesehen werden, also blenden wir andere Leute mit unserer Taschenlampe. Ja, dann ist ja auch klar, dass wir dann trotzdem gesehen werden, weil wir natürlich mit unserer Taschenlampe rumleuchten. Und es gibt natürlich auch Harm-Systeme bzw. andere Lenkwaffen, die ein Home on Jam haben. Die sagen, wir können zwar jetzt nicht deine Distanz feststellen, wir können jetzt auch keinen richtigen Lock machen, aber wir können sagen, flieg mal zu dem Ziel hin, was eben die ganze Zeit komische Signale aussendet. Diese Möglichkeit gibt es auch. Ist zum Beispiel die SA-2 hat, meine ich, so ein Home on Jam-System. Das heißt, da können wir unseren Jammer auch die ganze Zeit anlassen. Wir werden trotzdem angegriffen in dem Fall. Das heißt also, es bringt nichts, den Jammer die ganze Zeit anzulassen. Das heißt, ihr habt gerade in DCS in den meisten Fällen die zweite Version an, wo ihr halt nur ein Jamming-Signal aussendet, wenn ihr gelockt werdet. Das ist also auch das, was wir dann heute einmal machen werden. Ich werde natürlich beide Funktionen einmal zeigen, aber mit dem zweiten, mit dem den Jammer nur einzuschalten, wenn wir gelockt werden, das werde ich dann gleich zeigen. Ich habe hier zwei SA-6 positioniert, dann werden wir in die Richtung fliegen. Und es wird dann immer so sein, dass die SA-6 uns kurz aufschaltet. Die F-16 sagt uns dann einmal Counter, ein bestimmtes Licht hier taucht auf und dann werdet ihr sehen, nach ein paar Sekunden wird der Lock wieder gebrochen werden. Dann wird das wieder so sein, dass wir natürlich, wenn der Lock gebrochen ist, der Jammer sich automatisch wieder ausschaltet. Dann wird die SA-6 wieder versuchen, uns zu locken, dann werden wir das wieder brechen und so weiter. Und das wird dann eben theoretisch ewig so weitergehen, wie wir dann um die SA-6 rumfliegen und die ist nicht in der Lage, uns dann anzugreifen. So, schauen wir uns mal die Bedienelemente an für den Jammer, die wir an Bord haben. Wir haben natürlich, weil es ein Counter-Measurement ist, müssen wir auf unserem HOTAS hier den Counter-Measurement-Switch hier benutzen. Dafür zeige ich dann gleich kurz, was eben gebindet werden muss von euch. Das ist hauptsächlich den Switch nach hinten und zur Seite zu bedienen, weil mit dem Switch nach hinten schalten wir halt den Jammer ein, beziehungsweise geben unseren Consent, dass der Jammer benutzt werden darf. Und wenn wir den Switch nach rechts drücken, schalten wir den Jammer halt manuell wieder aus. Und dann haben wir hier natürlich neben unserem RWR-Display, wo natürlich uns anzeigt, was uns gerade lockt oder was uns gerade eben anpingt, haben wir dann hier eine LED, die aufleuchtet, ICM. Die leuchtet dann grün auf, um dann anzuzeigen, Jammer ist gerade aktiv. Und zwar aus dem Grund, dass das eigentliche Jamming-Panel hier unten zu finden ist, mit seinen ganzen Anzeigen. Damit wir jetzt nicht die ganze Zeit runtergucken müssen, gibt es natürlich dann hier nochmal eben die Anweisung oder eben das Display für uns, dass der Jammer gerade aktiv ist. Zusätzlich, wenn diese Lampe angeht, kommt auch noch so eine Audio-Mitteilung für uns, die eben einmal Counter sagt, um eben zu sagen, wie findet gerade eine Gegenmaßnahme statt. So, dann komme ich jetzt einmal nochmal zu dem ICM-Panel. Das hier ist das ICM-Panel, was sich eben komplett um den Jammer dreht. Wir haben jetzt hier verschiedene Tasten natürlich drauf. Wir haben einmal 1 bis 5 und hier FRM und SPL.
1 bis 5 sind sozusagen die Jamming-Module, die an Bord sind. Da habe ich nicht ganz so viel drüber gefunden. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir hier verschiedene Frequenzen mit wegjammen können oder verschiedene Bauteile in den Jammer haben. Das ist aber so, dass wir hier in DCS das noch nicht modelliert haben. Das heißt, wir können hier einfach alle 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter einschalten. Ihr seht auch, dass wir dann hier, wenn ich diese Module dann einschalte, dass jetzt 1 bis 5 aktiv sind, leuchtet hier ein S auf, ein gelbes, um uns zu sagen Standby. Das Modul befindet sich also in Bereitschaft. Dann haben wir natürlich hier noch einmal den Hauptschalter, den darf ich natürlich auch nicht vergessen. Wir haben Off, Operating und Standby. Das sollte ja auch ganz klar sein. Hier im Standby sendet er einfach gar nichts aus. Das heißt, wir können hier vielleicht am Boot schon mal den auf Standby machen und die Module auswählen. Und in der Luft schalten wir dann erst auf Operating. Der muss natürlich auf Operating auch stehen, damit wir den dann in der Luft benutzen können. Wir haben hier noch den kleinen Bit-Test, ein kleiner Knopf, den wir drücken können. Und dort seht ihr dann eben auch die anderen Leuchten, die angehen können auf den Displays. Da komme ich dann eben noch gleich zu. Wichtig sind dann nochmal A und T. A ist eben für Active, das heißt, das Modul ist quasi aktiv und lauscht. Und T, das blaue, das heißt Transmit, das heißt, der Jammer sendet wirklich aktiv gerade sein Störsignal raus. Dann haben wir ja noch, weil ich ja gerade über diese zwei Betriebsmodi gesprochen habe, dauerhaft oder nur beim Log. Das können wir hier über den Transmit-Schalter stellen. Wir haben 1, 2 und 3. Ich fange zuerst mit 3 an. Das ist die Funktion ständig jammen. Das heißt, wenn ich den Jammer gleich damit einschalte, sendet er einfach komplett dieses Signal raus. 1 und 2, das sind die Stellungen, um eben zu sagen, sende nur ein Signal aus, wenn du gelockt wirst. Im Relive gibt es hier auch noch die Stellung 2, die sich von der Stellung 1 unterscheidet. In DCS ist es aber nicht der Fall. Stellung 1 und 2 sind beide gleich. Das heißt, egal auf welche Stellung das steht, sobald ihr den Jammer aktiviert habt und ihr werdet gelockt, fängt eben der Jammer an, eben auch sein Störsignal auszusenden. Das heißt, das ist auch diese Stellung, eben die Stellung 1 oder 2, die wir die ganze Zeit verwenden wollen. Im Relive heißt Stellung 2 eben nur, dass wir dann selber keine Radarsignale mehr ausstrahlen, beziehungsweise der Jammer so stark steigt, dass wir auch keine Radarsignale mehr verwenden können an Bord. Das heißt, wir können unseren Harm Targeting System zum Beispiel nicht mehr verwenden, wir können unser Radar nicht mehr verwenden. Da müssen wir dann eben schauen, wie man das eben benutzt. Aber wie gesagt, ist in DCS nicht implementiert. Wir haben sowieso nur die Modi 1 und 2, die faktisch gleich sind. So, ich hatte gerade schon gesagt, wir haben hier verschiedene Modi, die dargestellt werden mit dem S, A und T. Also um den Jammer grundsätzlich zu benutzen, müsst ihr halt den auf Operating stellen, euren Betriebsmodus auswählen und die Module 1 bis 5 aktivieren, bis hier S steht. Kommen wir jetzt zum ersten Modus, das heißt, wenn wir hier im Modus 3 sind, das heißt der kontinuierliche Jammer, wenn wir jetzt jammen wollen. Das heißt, ihr müsst nicht nur eben den hier einschalten, Operating, euren Modus auswählen, die Module aktivieren, sondern hier auf dem Counter-Measurement Panel hier auch noch bei Mode mindestens auf Mode Manual sein. Das heißt, wenn der hier auf Standby oder so steht, würde der Jammer auch nicht aktiviert werden, wenn ihr den jetzt einschaltet. So, in dem Fall für diesen Modus, wo wir kontinuierlich aussenden, muss der mindestens auf Manual stehen. So, und in dem Fall bewege ich dann hier auf meinem HOTAS eben den Counter-Measurement Switch nach hinten. Und wenn ich das dann eben jetzt mache, dann seht ihr, dass hier diese Darstellung, ich mache das noch einmal, wenn ich den jetzt nach hinten bewege, gehen die eben von Standby auf Transmit. Das heißt, jetzt sendet der Jammer wirklich aktiv ein Störsignal aus, aber wie gesagt, wir sind auch wie eine Laterne im Dunkeln jetzt für jeden sichtbar, dass wir hier gerade irgendwo sind und was machen. Und genauso haben wir natürlich dann hier auch bei ICM eben die LED, die angeht, um uns hier auch nochmal im Sichtfeld zu zeigen, dass wir gerade aussenden. So, wie gesagt, wenn wir jetzt das Scan, den Jammer damit ausschalten wollen, können wir einfach unseren Counter-Measurement-Switch nach rechts drücken. Mache ich dann einmal am HOTAS und die Module gehen wieder zurück in den Standby. Das ist eben die einfachste Art, den Jammer jetzt eigentlich so manuell zu benutzen. Aber wir wollen natürlich auch möglichst wenig Workload haben. Das heißt, wenn uns jetzt gleich irgendwas lockt, wollen wir dann, dass der Jammer halt dann automatisch einspringt. Dazu müssen wir jetzt aber natürlich auf den Mode einschalten, um eben diesen zu aktivieren. Und im Mode 1 muss der Modus auf dem Counter Measurement Display hier auf Semi stehen, auf Semi-manuell. Wenn wir den einfach auf Manual lassen, würde der nicht angehen. Und in dem Fall heißt das jetzt, wir müssen den nicht nur auf Standby haben, sondern wir müssen sozusagen noch unseren Consent geben. So wie wir den Jammer gerade eingeschaltet haben,
geben wir jetzt hier unsere Bestätigung, dass wir den benutzen wollen, falls uns was lockt. Das heißt, wir benutzen wieder Counter-Measurement-Switch nach hinten. Und jetzt geht hier ein A an. Um ihm anzuzeigen, wir senden nicht, aber die sind aktiv, die lauschen. Sobald wir jetzt irgendwie gelockt werden oder uns ein Radarsignal trifft, switcht die ja dann hier halt um in den Modus T für Transmit und der Jammer ist aktiv. Und sobald dieses Radarsignal aufhört, uns zu locken, weil der Lock gebrochen ist, gehen die hier automatisch auch wieder zurück von Transmit auf Active und warten halt auf ein neues Signal. Und wir können ja auch sehen, obwohl die eben auf Active stehen, wir haben jetzt hier keine ECM-Leuchte an, das heißt, wir senden gerade also nichts aus. Und ja, würde eben auch nichts passieren in dem Fall. So, ich löse jetzt mal die Active Pause und wir fliegen mal jetzt hier auf die SA6 zu. Wir haben hier den Sweatring, wie ihr erkennen könnt. Und solange wir dann in die Nähe kommen, beziehungsweise schon ein bisschen vorher, wird es eben sein, dass uns hier irgendwas versucht zu locken. Dann wird der Lock für ein paar Sekunden bestehen. Die ECM-Leuchte geht an, es wird einmal Counter angesagt und dann warten wir ein paar Sekunden und dann werdet ihr sehen, dass der Lock auf einmal wieder weg ist. So, dann bin ich mal gespannt, ob uns jetzt gleich was aufschaltet. Da sind die beiden SA6 auf jeden Fall. Wir haben halt unser Consent gegeben. Die Sachen leuchten dann jetzt eben in der jeweiligen Farbe auf unserem Display-Panel. Und wenn jetzt gleich eben der Lock kommt, dann dürfte auch hier die ECM-Leuchte angehen. Und dann ist eben ja, mit ein bisschen Glück dabei, ob das eben wirkt, dieses Counter. So, das ECM geht an. Jetzt ist die Frage, ob man vielleicht schon zu nah dran ist oder so. Jedenfalls, jetzt wurde der Lock gebrochen. Der nächste wurde nochmal aufgebaut. Wir bewegen uns mal ein bisschen zur Seite, dass wir im Notch sind von der SH6. Dann schauen wir nochmal, ob der Lock gleich nochmal gebrochen wird vielleicht. Ihr habt gerade gesehen, kurzzeitig war der Lock ja weg. So, und da wurde der Lock jetzt wieder gelöst, nachdem ich ein bisschen gewartet habe, habe nochmal ein bisschen weiter weggedreht. Und so ist es jetzt, geht es immer weiter, die versuchen halt einen Lock und es kann eben sein, dass ich dann den Lock lösen kann oder auch nicht. Da müsst ihr dann halt vielleicht auch ein klein wenig manövrieren, so wie ich jetzt, aber wir fliegen jetzt halt schon in den Engagement-Range der SM und ja, wir können den Lock erfolgreich damit abwehren. Denn es hat sich gleich nochmal aufschaltet. Wie gesagt, wir sind schon ziemlich nah an dem Ring dran. Das kann nämlich auch sein, dass selbst wenn wir den Jammer anhaben, heißt das jetzt nicht, dass der wirklich die ganze Zeit unseren Lock bricht, beziehungsweise das komplett verhindert. Weil je näher wir dran sind, desto mehr Chance besteht auch, dass das Radar sozusagen durchbrennt. Das heißt, weil es stärker ist als unsere Störsignale, vielleicht doch irgendwann durchkommt. Und dann, selbst wenn wir das jetzt anhätten, wird das nichts mehr bringen. Da können wir den Jammer halt auch irgendwann ausschalten, um eventuell Sams, die trotzdem dann noch anfliegen würden, eben damit abzuwimmeln. So, und ihr könnt jetzt sehen, wir fliegen hier schön an dem Rand entlang und die SA6 hat schon aufgegeben, uns anzugreifen. Jetzt versucht es gleich nochmal. Aber ich denke mal, der Lock, der wird gleich auch wieder gebrochen werden. Nur dass wir mal so ein bisschen manövriert. Da ist der Lock wieder weg. Da kommt er wieder. Ja, dann müssen wir einfach mal schauen. Fliegt nochmal ein bisschen weiter weg. Es kann auch sein, weil ich natürlich eben die Position verändere, aber jedes Mal, wenn der Lock eben nochmal kommt, hört er ja, dass dann eben das Counter und das ECM nochmal extra angeht. So, dann versuche ich jetzt noch einmal hier den Ton komplett wegzukriegen. Genau. Ja, so viel jetzt eigentlich zu dem Jammer-Tutorial. Das ist jetzt zum Schluss ein bisschen schwierig gewesen für mich nachzustellen, weil ich natürlich die Sam nicht beeinflussen kann, ob die mich jetzt lockt oder nicht. Aber ich denke mal, ihr habt gesehen, dass eben der Jammer zumindest ab und zu den Lock eben brechen kann, um eben zu verhindern, dass wir dann eben ja, von der SAM angegriffen werden, beziehungsweise ein bisschen näher an die SAM rankommen und so den Wirkungsradius der SAM, die uns dann angreifen könnten, wenn wir irgendwo anders sein müssen, halt ein klein wenig kleiner machen dadurch. Ja, soviel zum Jammer-Tutorial. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Und wie immer gilt, sind noch irgendwelche Fragen offen oder habe ich was nicht richtig erklärt, soll ich nochmal irgendwie tiefer drauf eingehen, schreibt es einfach rein in die Kommentare, versuche ich dann zeitnah zu beantworten. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial. Ciao.